Du hast also diese Buchstaben gesehen und wunderst dich wahrscheinlich, was ein DDoS-Angriff ist und was dabei vor sich geht. Kommen wir also gleich zur Sache. Hier ist DDoS erklärt in 2 Minuten. DDoS steht für Distributed Denial of Service und der Name sagt schon alles. Das Ziel dabei ist es, einen Dienst lahmzulegen, in dem so viel Datenverkehr zu einem Server geleitet wird, dass dieser für andere Nutzer nicht mehr zugänglich ist. Der einfachste Weg, dies zu erreichen, ist der Einsatz von Bots, quasi einer Sklavenarmee von Geräten, die mit Malware infiziert sind. User können solche Schadsoftware herunterladen, indem sie zum Beispiel auf einfache Phishing-Links klicken. Die Malware gelangt also auf die Geräte und verwandelt sie in Zombies. Der Master des Botnets ist jetzt am Zug, die User haben nicht mehr die volle Kontrolle über ihre Geräte. Der Master verschickt also einen Befehl, alle Geräte schließen sich dem an und beginnen tausende Verbindungsanfragen zu einem bestimmten Ziel zu senden. Viele Server werden dadurch erheblich verlangsamt oder stürzen komplett ab. Die Datenbanken der Websites oder andere Systeme des Servers fallen mindestens so lange aus, bis der Angriff beendet ist. Verursacht dies irgendwelche langfristigen Schäden? Wohl kaum. Doch selbst wenige Minuten ohne einen wichtigen Dienst wie ein Medizin- oder Finanzsystem können problematisch oder sogar gefährlich sein. Übrigens, dein Computer, Handy oder sogar dein smarter Kühlschrank können mit Botnets-Malware infiziert sein. Um sie zu schützen und DDoS-Angriffe zu verhindern, kümmere dich besser gut um deine Cybersicherheit, hüte dich vor Phishing und nutze ein gutes Antivirenprogramm. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich. Bis zum nächsten Mal.